Moin Leute, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja hinten in der Heckklappe eine ziemlich große Beule, die man wahrscheinlich nur schwer wieder rauskriegt, beziehungsweise dann auch auf jeden Fall nachlackieren muss. Und von daher war ich schon ewig auf der Suche nach einer neuen Heckklappe, die günstig ist, nicht lackiert werden muss und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich endlich eine gefunden. Und aus diesem Grund geht es heute darum, die gesamte Heckklappe einmal auszutauschen. Ja, und dafür muss ich natürlich erstmal alles abmachen, was an der Heckklappe ist. Also alle Innenverkleidungen, alle Kabel ziehen und so weiter und so fort. Scheiße! Der will sich nicht lösen! Mist. Ich muss die anderen wieder grob reindrehen. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass die gleich durchdreht. Und dann wird es lustig, wenn die so lange haltet. Oh.
Ja, es geht jetzt übrigens auch an dieser Stelle weiter, weil einfach die Kamera dann der Akku auf einmal leer war, als wir die Heckklappe demontiert haben. Und ja, es war einfach wichtig, schnell die neue Klappe ranzukriegen und dann war auch schon Schluss für den Tag. Jetzt geht's heute weiter. So sieht das hier übrigens aus, wenn man über Nacht auf der Straße stehen muss und die Heckklappe noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe hier die Heckklappe mit so zwei Spanngurten abgesichert, dass man die von außen nicht einfach öffnen kann. Übrigens gerade zweimal vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. So, man hört es, die Düse funktioniert, der Scheibenwischer funktioniert. Das ist schon mal gut. Die Düse wandert zwar noch mit dem Scheibenwischer, aber egal, da kümmere ich mich später drum. Was ich jetzt noch testen muss, ist hinten die Kennzeichenbeleuchtung. So, somit ist das Projekt Heckklappe jetzt so gut wie abgeschlossen. Einzig die Heckscheibenheizung konnte ich noch nicht testen, das mache ich dann irgendwann mal während der Fahrt. Wenn die irgendwie nass ist, die Heckscheibe, oder gefroren oder sowas. Das will ich jetzt hier nicht im Stand machen. Außerdem würde ich wahrscheinlich kaum einen Effekt sehen.
Ansonsten, wie man vielleicht sehen kann, die ganze Verkleidung ist noch nicht dran. Das liegt einfach daran, dass ich da jetzt noch ein anderes Projekt habe, wofür ich die Verkleidung auch abmachen muss. Von daher lasse ich die jetzt gleich ab. Wieso, weshalb, warum, das werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Video oder so sehen. Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, dass es doch recht gut geklappt hat mit der Heckklappe. Das Nervigste war eigentlich, den Kabelbaum erstmal rauszuziehen, den alten, aus der alten Heckklappe. Und dann natürlich noch diese eine Schraube, die fest saß. Da hatten wir mal erst ein paar Probleme, die noch zu lösen. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Gut, dann war dann auch irgendwann der Kameraakku leer. Das heißt, ihr habt den Moment gar nicht gesehen, wo die Klappe dann abging. Aber gut. Ansonsten beim Wiederreinfädeln vom Kabelbaum hatte ich ja eigentlich ein Seil mit durchgezogen, das ist mir runtergerutscht. Gut, war ärgerlich, aber es ging dann doch ganz gut, den Kabelbaum da wieder durchzufädeln. Ich habe alles mit Panzertape so ein bisschen aneinander geklebt, sodass nirgendwo abstehende Kanten waren. Das heißt, der konnte schon mal nicht wirklich irgendwo hängen bleiben. Dann hatte ich da noch so eine kleine Kamera, so ein Endoskop fürs Handy. Es war irgend so ein, keine Ahnung, 20 Euro Artikel von eBay oder so. Den kann ich euch ja mal unten in der Beschreibung verlinken. Der hat auf jeden Fall geholfen. Ansonsten lasst doch gerne eine Bewertung oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.